Hallo und herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo für eine weitere Pokémon Draftliga auf YouTube. Was? Wow, eine neue Draftliga auf YouTube? Davon gibt es ja noch nicht genug. Diese Liga ist anders. Ja, das sagen sie alle. Und im Endeffekt sieht man dich nur wieder 6 gegen 6 spielen. Ich verstehe. Was hältst du von VGC? VGC ist ein super Format. Aber da gibt es doch schon eine Draftliga auf YouTube. Ich verstehe. Was hältst du von dem Shitmon-Format? Shitmons sind spicy, aber davon gibt es auch schon genug Ligen. Hier auf YouTube oder auch auf unzähligen Discord-Servern. Ich verstehe. Was ist, wenn ich dir sage, dass eine Kombination aus VGC und Shitmon-Format die Draft-Ligen revolutioniert? Oh my god, hold my beer, tell me more! Und damit herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo für die erste Season der Shrinked VGC League, der SVL Season 1. Dies ist eine neue Draftliga, ins Leben gerufen vom lieben Kentakio und von mir, dem Pake. Die SVL soll ein Ort werden, wo Pokémon, die in der aktuellen Meta keine Rolle spielen, ihre Bühne bekommen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir auf Grundlage der aktuellen Meta sowie unseren Erfahrungen aus VGC Ligen die Tierliste radikal gekürzt. Übrig geblieben sind Pokémon wie Maxax, Galabra und Machoma im T1, Arctos, Enteron und Stolos im T2, sowie Absol, Magma und Emolga im T3. Die Liga besteht aus 8 Teilnehmern. Gespielt wird die Hauptrunde an 7 Spieltagen, jeder gegen jeden im Best of 3, wobei es für jeden Sieg je einen Punkt gibt. Als Regelwerk benutzen wir die VGC Season 7 Rules. Nach 7 Spieltagen steht der Erstplatzierte direkt im Finale und spielt gegen den Gewinner aus dem Halbfinale zwischen Platz 2 und Platz 3. Die Tabelle wird gewertet nach Punkten, dann nach Differenz der Kills und dann nach dem direkten Vergleich. Aber natürlich fragt ihr euch, wie stellen sich die Spieler ihren Kader zusammen? Das ist ganz einfach, denn jeder Spieler draftet im Slow Draft für seinen Kader 11 Pokémon im schon erwähnten Dreitiersystem, wobei 4 Pokémon im T1, 4 Pokémon im T2 und 3 Pokémon im T3 gedraftet werden. Besonders ist hierbei, dass es nach den 11 Draftrunden 2 weitere Snipe-Runden gibt. Hier haben die Spieler die Möglichkeit, bis zu 2 Pokémon aus ihrem gedrafteten Kader durch neue Pokémon zu ersetzen. Dies soll den Spielern die Möglichkeit geben, auf eventuelle Snipes zu reagieren. Alle weiteren Regeln könnt ihr aus dem Dokument in der Videobeschreibung entnehmen. Aber kommen wir nun zur wahrscheinlich wichtigsten Frage: Wer sind eigentlich die Teilnehmer? Hallo, ich bin Cringy und mit meinem Team Deine Mutter werde ich die Deine Mutter-Witze wieder salonfähig machen. Explosionen. Yo, 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 servus! Mein Name ist Electek9, aka Mr. Waikiki Hawaiihem zum Gruße. Ich leite das Team Man's Not Hot in der ersten Season der SVL und diese Saison wird alles rasiert bis auf mein Kinnbart. Was läuft, ich bin's Xatar. Spaß beiseite Leute, hier ist Heiji. Manche von euch werden mich vielleicht aus der NPBL kennen, wo ich es leider nicht in die Playoffs geschafft habe, aber egal. Wir werden in dieser Draftliga hier mit den Rising Upsouls antreten und natürlich versuchen, das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Das war's von meiner Seite, ich gehe jetzt erstmal einen Lachs legen, gute Nacht. Hey Menschen, ich bin Yonago und werde euch mit meinem Team Patina Rajamin zeigen, dass ich nicht VGC spiele wie ein Elefant im Porzellanladen. Du stinkst! Hey, 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 hier spricht der Kentakio und diese Season in der SVL, die allererste Season, sind wir nicht nur Leiter, sondern dancen mit unseren kleinen blauen Kügelchen durch die Gegend, bis wir stolpern und auf die Fresse fliegen. Aber dabei gewinnen wir random irgendwelche Kämpfe. Peace out. Falls ihr erwartet habt, ihr könnt hier einfach so um den letzten Platz mitkämpfen, tja, der Zug ist leider schon abgefahren, denn den habe ich, der Rudelrocker, aka, der hat noch nie Doubles gespielt, Rocker, bereits fest reserviert. Zeitgleich startet hier aber auch die Road to Not Letzter Challenge. Also, erwartet einen Freewin, der sich wehrt. Ajo, auf ein schickes Abenteuer und so. Herzlich willkommen, meine Lieben. Der Shatterick ist mal wieder back to business und mit meinem Team Glamorous Sylveon wird das Kapitel der Schönheit und Eleganz geschrieben. Seid also gespannt darauf, wie mein Team vor Glamour nur so strahlen wird. Bis dann, ihr Süßen!
Und das Beste kommt zum Schluss, denn auch ich, der Peg, nehme natürlich an der ersten epischen Season der SVL teil. Eine kleine Frage an meine Gegner. Prasselnde Prios, Extremexperimente oder vielleicht dystopische Dynamaxes? Wie möchtet ihr hingerichtet werden? Sie müssen wählen. Das Spiel beginnt. Natürlich ist es noch wichtig zu wissen, wann die Liga überhaupt startet. Der erste Spieltag ist am 21. Mai, das ist ein Freitag, und kommt jede Woche immer im Stundentakt online. Das heißt, der erste Kampf kommt um 15 Uhr, der zweite um 16 Uhr, der dritte um 17 Uhr und der vierte um 18 Uhr. Dann möchte ich nochmal hier auf unseren Twitter-Account hinweisen, den ihr gerne folgen könnt, weil da kann man immer genau sehen, wann die Kämpfe online sind. Und andere News und Memes, die wir zu der Liga posten werden, sind da auch einsehbar. Dann bedanken wir uns, dass ihr dieses Infovideo angeschaut habt. Wir freuen uns schon auf euch in den Kommentaren oder auf Twitter. Peace out.